Kann Porsche Elektro und kann Elektro sportlich sein? Diese zwei Fragen hat der deutsche Edelsportwagenhersteller bereits mit dem Taycan Turbo und Turbo S eindrucksvoll beantwortet. Jetzt legt Porsche nochmal mit einem Allradmodell, dem Taycan 4S, nach. Er ist leistungsmäßig das Einstiegsmodell in der Taycan-Familie mit 530 oder 571 PS, je nach Batteriegröße. Aus dem Stand beschleunigt der 4S in beiden Varianten in 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei einheitlichen 250 km/h. Die Reichweite beträgt bis zu 407 km mit der Standard- und bis zu 463 km mit der stärkeren Batterie. Die maximale Ladeleistung liegt bei 225 bzw. 270 kW. Im Optimalfall ist der Akku des Taycan also in 22 Minuten wieder zu 80% aufgeladen. Mit dem Allradantrieb sowie einem Zweiganggetriebe an der Hinterachse verfügt der 4S bei der Antriebsarchitektur über die wesentlichen technischen Highlights seiner Modellbrüder. Mit einem geringen CW-Wert liefert die Aerodynamik einen entscheidenden Beitrag zu einem geringen Energieverbrauch und damit zu einer hohen Reichweite. Auch wenn der Taycan schwerer und größer ist als ein 911er, sobald man drinnen sitzt, spürt man die Porsche-DNA. Die Instrumente sind voll digital, die Sitzposition ist angenehm tief, voll integriert ins Auto. Von vorne wirkt er besonders breit und flach mit stark gewölbten Kotflügeln. Deren ausgeprägte Schultern führen zu einer starken Porsche-typischen Betonung des Hecks. Hinzu kommen innovative Elemente wie der Porsche-Schriftzug in Glasoptik, der in das Leuchtenband am Heck integriert ist, und die 19 Zoll Aero-Räder inklusive der roten Bremssättel. Die gut 2,3 Tonnen wirken sich nicht negativ auf das Handling aus, den Viertürer scheint es richtig auf die Straße zu drücken. Das hohe Gewicht der Batterie im Fahrzeugboden führt nämlich beim Elektro-Porsche dazu, dass der Schwerpunkt 2 cm tiefer liegt als beim 911er. Gefühlt fährt der Taycan dadurch nicht nur elektrisch, sondern auch wie auf Schienen. Das Schöne am e-Porsche, das Kurvengefühl gibt's auch bergauf, Leistung ist immer vorhanden. Die integrierte Fahrwerkregelung Porsche 4Drive Chassis Control analysiert und synchronisiert alle Fahrwerksysteme in Echtzeit. Beim Taycan 4S ist eine adaptive Luftfederung mit Dreikammern-Technologie inklusive elektronischer Dämpferregelung serienmäßig an Bord. Wem die dezente Geräuschkulisse dabei zu langweilig wird, der wählt den Fahrmodus Sport Plus. Das aktiviert den Electric Sport Sound. Damit hat man Elektroantrieb und trotzdem speziellen Porsche Sound.